Das Ruinengebiet. Das Eisgebiet, das wir nicht dort hatten, sondern genau dort hinten. Das hat mich nicht ganz so überzeugt. Aber ich muss sagen, das Ödland hier, das gefällt mir sehr gut. Auch hier, schaut euch mal diesen Boden an, diesen schwarzen Sand mit den Funken. Oh, ist das nicht episch? Wow. Gut, wir sind wieder im Röhrenturm und müssen Jagd auf blaue Münzen machen. Die sind natürlich hier drin. Das finde ich aber eigentlich ganz cool. Habe ich mir auch so erhofft. Ah, das habe ich falsch gemacht. Ja, aber ich habe es noch geschafft. Und ich glaube, das ist neu hier, oder? Boah, es macht auf jeden Fall Spaß. Ist auch wirklich cool, dass man das hier jetzt im, in den Röhren macht. Oh, das war nicht gut. Aber es geht alles. Mario! Okay, das war's. Damit haben wir diese Katzen in Siegen. Wir müssen nur noch irgendwie rankommen. Okay. Perfekt. Jagd auf blaue Münzen abgeschlossen. Dritte Insignie am Röhrenturm. Ich weiß jetzt nicht, ob hier schon die nächste Insignie aufgetaucht ist am Röhrenturm. Sieht noch nicht so aus. Bowser kommt. Dann würde ich jetzt einmal hier rausgehen. So geht das gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt hänge ich hier drin fest, oder was? Ne, man kommt da nicht raus. Okay. Weiß ich Bescheid. So, Bowser, dann mach du mal. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Na super. Und hier sind ja auch die ganzen Löcher in der Wand. Ich weiß nicht, ob Bowser die kaputt machen soll. Beziehungsweise, was heißt Löcher? Die Wutblöcke. Na gut. Der Weg ist nicht so weit, dann ist die Katze in Segen hier und dann... Nein! Fail. Ja. Kompletter Fail. Ich habe eigentlich jetzt gewartet, dass er nochmal Feuer speit und die Wutblöcke zerstört, weil ich nicht weiß, was dahinter ist oder nicht. Ja. Erfahren werde ich es nicht. Bowser hat gewonnen. Na gut. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Wir schauen einfach mal. Besiege ich ganz schnell und dann hole ich mir hier eine neue Feuerblume. Wir gehen höher und höher und höher, bis wir den Schlüssel irgendwo finden. Ah ja, da oben ist er. Guck nur gerade mal, wie ich da überhaupt richtig hinkomme. Ja, es wird wohl hier rüber gehen. Dann lande ich nämlich ganz oben. Hol mir mal einen Tanuki. Und versuche jetzt da runter zu gleiten, was nicht so schwer ist. Sehr schön. Ja, also meine Vermutung ist natürlich, dass ich den Schlüssel nicht in die Röhre mitnehmen kann, weil das zu einfach wäre. Und das ist ja bisher sowieso noch nie gegangen. Also laufe ich jetzt mit dem Schlüssel hier lang. Ich kann auch ganz gut gleiten. Jetzt bin ich hier unten. Und das sollte auch eigentlich schon reichen. Ja, jetzt sind natürlich die ganzen doofen Feuerbrüder hier. Nö, ist aber ganz einfach. Okay. Dann haben wir jetzt fast alles hier gemacht. Am Röhrenturm. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Abgeschlossen.
Ich denke, jetzt taucht auch nicht so schnell was Neues auf. Mhm. Und hier? Ah, oh, Gott sei Dank. Die kann ich sogar mitnehmen. Die Propeller-Heads, die kann ich mitnehmen in die Röhre. Sehr schön. Jetzt geht's hier runter. Und diesmal kommen wir auch hinten an. Oh. Was haben wir denn da? Goldröhre? Nee, nur ein Tanuki. Ja, da werde ich aber jetzt nicht für ins Wasser springen. Sehe ich nicht ein. Wobei ich eigentlich einen gebrauchen könnte. Aber Bowser ist auch gleich wieder da. Auf Schleusentors Kante. So. Jetzt habe ich eine Aufnahme gemacht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich schauen. Ja, Wutblöcke habe ich hier noch. Die habe ich ja alles schon gemacht. Dann. Das war was Eigenes, ne? Ja, naja. Dann sollte ich mal die Wutblöcke finden. Aber war da nicht sogar irgendwo ein Loch in der Wand? Ja, hier unten. Ach, die hat das schon aufgemacht. Ja, das ist natürlich super praktisch. Danke, Bowser. Dann haben wir das auch geschafft. Und damit ist der Röhrenturm zu 100% abgeschlossen. Nice. Da ist die Goldflagge zur Bestätigung. Und ich glaube, wenn Bowser gleich auftaucht, das dauert nicht mehr lange, sollten wir mal gegen ihn kämpfen. Naja. Bis dahin. Ich mal auf Blessy. Und schau mir hier den Tunnel an. Gut, hier ist eine Katzenglocke. Sonst aber nichts. Na gut. So, wo war die Katzenglocke? Ach, die ist ja. Ha, nicht blöd. Ist ja hier oben. Oh, die ganzen Katzen böse. Nicht heftig. Naja, nicht so schlimm. Wir kämpfen wieder gegen Wut-Bowser als Giga-Katzen-Mario. Ich finde es sehr schade, dass man halt die anderen Charaktere aus Super Mario 3D World hier nicht spielen kann. Luigi, Peach, Toad und Rosalina. Denn ich würde die ganz gerne mal als Giga-Katze sehen. Aber ist leider nicht möglich. Na gut. Bowser! Komm her. Oh, ich hasse das. Oh, was? What? Das wusste ich nicht, dass man die Dinger nehmen kann. Ah, du bist ein Doofkopf. So, dann holen wir uns hier mal die Blöcke aus dem Eisgebiet. Vom Stampfattacke. Er hat keinen Bock. Was ist er überhaupt? Boah, läuft doch noch weiter weg. So macht halt so Schaden. Hier ist noch so ein kleines Inselchen. Müssen wir uns auch noch angucken. Jetzt komm, mach eine Stampfattacke. Keiner hat Bock auf deine Hase. Die arme Insel. Der Kampf gegen ihn wird immer nerviger. Aber ich glaube, ich kann auch keine Stampfattacke mehr erwarten. Ich soll wohl mit den Dingern kämpfen. Ist okay.
Oh Gott. Mhm, aha. Stampfattacke. Okay, diese Phase ist beendet. Erst besiegt. Und versinkt. Oder zieht sich in seinen Schlamm zurück. Wir sehen uns wieder, Bowser, bis du ein für alle Mal aufgibst. Aber nicht mehr heute. Also du tauchst dich nochmal auf, aber dann vertreibe ich dich mit der Katzeninsigne, die ich finden werde. Kann ich glauben, wie groß und stark Papa jetzt ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, wird es schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Das stimmt. Ganz sicher werden wir es schaffen, ihn zu seinem normalen, furchteinflößenden Selbst zurückzuverwandeln, wenn wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ja, Bowser Junior, wir geben uns Mühe. Was? Als ob er jetzt schon wieder bereit ist. Wie kann das denn sein? In Fort Katzenbully-Prinz. Ja, ich besiege den jetzt und hole mir Katzeninsigne. Ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt nochmal gegen kämpfe. Was soll das denn? Oder ist er jetzt Dauer-Agro, bis ich ihn besiegt habe? Oh, bitte nicht. Ja, danke, Glocke. Aber ich habe gerade keinen Bedarf. Ja, da unten war eine Katzenmünze. Eine Katzenmünze. Wie kann er eigentlich genau vor mir stehen? Nee, das macht mich jetzt gerade richtig wütend. Das finde ich auch nicht in Ordnung, dass er einfach wieder auftaucht. Aber ich glaube, er ist jetzt verschwunden, nachdem ich besiegt wurde. Ja, das fand ich aber jetzt schon ziemlich scheiße. Und ich habe das Gefühl, er kommt jetzt sofort wieder. Ja, egal. Dann, oh, da komme ich jetzt auch... Oh. Dann kämpfen wir halt doch nochmal gegen ihn, weil es geht ja anscheinend nicht anders. Aber wie, ich komme jetzt gleich in die Credits rein, dann raste ich aber wirklich aus. Das finde ich echt nicht in Ordnung, ich hatte ganz andere Pläne. Der Himmel ist auch richtig rot geworden. Das könnte der finale Kampf sein. Jetzt weiß ich auch, was ich tue. Bam! Oh, was? Okay, das ist neu. Hilft mir auch nicht wirklich. Okay, das war dumm. Kettenglocke! Lass die Dinger heilen. So. Ja, dann ist er jetzt besiegt. Er wollte sich anders. Ich kann es aber überspringen. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch nicht ganz vorbei mit ihm. Oder doch? Oh, ich glaube, es ist ganz vorbei mit ihm. Bowser? Bowser Junior, er lebt bestimmt noch.
dir keine Sorgen. Den kriegt man nicht so leicht besiegt. Ach du. Er ist nicht mehr Wut Bowser. Aber klein hat die das auch nicht gemacht. Oh verdammt. Das ist nicht sein Ernst, oder? Er hat die Gigakatzenglocken genommen? Was heißt das für mich? Dass ich klein bin und gegen ihn kämpfen muss. Okay, Lassie. Ah, du Blödkopf. Dass ich immer noch lebe. Katzenglocken gegen ihn. Perfekt. Aber cool, dass wir den finalen Kampf mit Plessy machen. Ich meine, Plessy hat's verdient. Sie ist die Beste. Besser als Yoshi. Nein, Yoshi ist auch cool. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber ich krieg da eine neue Katzenglocke. Muss sie nur nehmen, genau. Ich kann nämlich auch keinen Schaden, verstehe ich nicht so ganz. Ah, das war jetzt fies. Ja, jetzt aber. Nochmal getroffen. Ja, keine Ahnung, was hier passiert. Eine Katzenglocke nehmen, einfach nur damit ich sterbe. Ich krieg dich schon. Früher oder später. Jetzt! Dritter Treffer, das sollte es sein, oder? Immer noch nicht. Oh. Warte. Was denn? Hör auf! Okay, vierter Treffer. Das ist es. Dreifaches Glockenläuten. Nein. Giga! Giga! Katzen, Plessy! Und ich hätte die ganze Zeit gesagt, Plessy hat keine Katzenohren. Deshalb! Plessy musste sich erst noch verwandeln. Und boah, ist das ein wunderschönes Feuerwerk geworden. Okay. Ja. Jetzt werden die Credits kommen. Alles, was ich geplant hatte für heute, ist dahin. Oh, schöne Sonnen. Katzensonne. Und da ist er. Bowser Junior freut sich, er hat seinen Papa wieder. Aber Bowser ist nicht ganz so erfreut. Oh, und Bowser Junior versucht Mario zu beschützen. Verrückte Zeiten. Ja, genau, verschwinde. Mario, ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Aber du hast die Kätzchen.
Plessy. Okay, das sind die Credits. Ja, dann lassen wir sie mal runterlaufen. Ich bin noch gar nicht bereit für ein Fazit, aber ich versuch's trotzdem. Bowser's Fury gefällt mir sehr gut. Ich dachte erst, es ist zu kurz. Und es ist ja auch kurz. Aber ich muss auch sagen, dieser Modus, in dem Bowser einfach alle 3 bis 5 Minuten auftaucht, ich glaube, den kann man auch nicht viel länger machen als so, weiß ich nicht, 3, 4, vielleicht 5 Stunden. Danach nervt es nämlich doch sehr. Deswegen finde ich die Größe in Ordnung. Und preislich ist es auch in Ordnung, wenn man es vor allem als Beilage zu Super Mario 3D World sieht. Klar, wer ja schon 3D World für die Wii U hat, muss sich überlegen, ob es sich für ihn lohnt. Verstehe ich total, dass man da Zweifel hat. Aber ich für mich kann sagen, es hat sich gelohnt. Doch, definitiv. Und wir sind ja noch lange nicht fertig. Ich denke, wir haben jetzt so ungefähr 60, vielleicht 70%. Aber ich mache ja die 100%. Das heißt, da kommt noch einiges. Ich finde es ganz schön. Der Schmusekatzensee ist eine sehr gute Idee. Erinnert natürlich sehr an so eine Welt aus Odyssey, wie das Seeland. Mit sehr unterschiedlichen Gebieten. Und das finde ich sehr schön. Ich finde auch diese Katzenthematik sehr schön. Die hatten wir ja im Grunde überall. Am Ende auch mit Plessy. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir Bowser Jr. dabei haben. Ja, also der macht auf jeden Fall, sorgt so ein bisschen für Abwechslung. Klar, er ist jetzt nicht notwendig, man kann ihn ja auch ausschalten. Aber ich habe ihn jetzt dabei gelassen, weil ich finde, er gehört einfach dazu. Und ja, soll man auch einfach genießen und ihn sehen. Ich hätte es cool gefunden, wenn man hier auch den Charakter wechseln kann, wie in 3D World. Aber das ist leider nicht möglich. Naja, gut. Und ich denke, die Credits sind jetzt auch schon vorbei. Aber das ging flott. Vielen Dank fürs Spielen. Ah ja, 61 von 100 Cuts den Siegen haben wir jetzt. Also 60%, da lag ich ziemlich richtig. Also, wir machen jetzt noch weiter. Ich könnte hier zwar aufhören, auch von der Zeit her, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes heute machen. Naja, ist okay. Hat sich jetzt irgendwas getan? Bowser ist wieder da. Gut, den braucht man ja auch einfach für Spiel. Ist das ein neues... Nee, das ist das allererste Gebiet. Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu verbringen. Und ist ja riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzensiegen versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurückverwandeln. Oh, es ist alles übertrieben kompliziert. Hör mal, Mario. Weil du mir hilfst, will ich das selber auch für dich tun. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte darauf und drücke A. Ich kann uns dann durch Warpen direkt dorthin bringen. Okay, das ist aber ziemlich cool. Denn, bevor wir jetzt da was machen, will ich hierhin zurück. Hier darf ich auch schon rein, ne? Bergfeuerfauch. Ja, dann machen wir das jetzt endlich. Wir wurden ja hier aufgehalten. So, Bowser ist gerade nicht da. Das heißt, ich kann diesen Berg endlich erklimmen. Ja, oh Gott. Auch neues Item. Das war schnell. So, ich bin auch ein Hammerbruder. Naja, zumindest. Oh mein Gott. Ein Cooper-Bruder. Hammerbruder, nicht Boomerang-Bruder. Der war auch kein Hammerbruder, er war ein Feuerbruder. Ich bin so schlecht. Ich brauche das Gefühl, dass das hier ein sehr schweres Gebiet ist. Der Tanuki ist, glaube ich, trotzdem praktisch. Jetzt habe ich die eine Münze schon wieder vergessen. Die war nämlich da unten. Vielleicht käme ich sogar hier noch dran, aber... Na komm, kommen wir später nach. Wieso dachte ich, dass ich das Ding einfach kaputt hauen kann? Und wieso dachte ich, dass es schlau ist, hier drunter herzugehen? Egal. Wir haben Bowser besiegt, wir können uns heute gönnen.
einfach, dass da unten irgendwo noch eine Katzenmünze war. Wir sehen es ja gleich, wenn wir diese hier einsammeln. Nee, doch nicht. Das ist die dritte, das heißt, wir haben keine verpasst. Außer die erste, aber ich weiß ja auch da, wo sie ist. Da unten war auch noch was. Naja, gut. Röhre für den Rückweg. Naja. Da sind die Wutblöcke, aber ich komme ja nicht dran, weil da noch der Schlamm ist. Da muss ich wahrscheinlich noch kurz warten. Bis ich die erste Katzeninsignie habe, dann sollte der Schlamm verschwinden. War ja auch in den anderen Gebieten so. Okay, Bowser dreht sich auch gerade ziemlich lahm. Ich will mich nicht beschweren. Das ist gut. Dann kann man Bowser Jr. schon ziemlich gut nutzen. Nehmen wir die Münze und gehen wieder hoch. Ich würde ganz gerne wissen, was da unten jetzt wirklich ist. Aber sehr seltsam. Das ist einfach so eine Glasröhre mit Kanone. Ob man rankommen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Man muss irgendwie über die Lava surfen, irgendwann. Und ich habe das Gefühl, wir sollten da mal reingehen. Aha. Nummer 4. Und dann weiter hier. Halt, stopp. Perfekt. Katzeninsignie Nummer 1 aus dem Fauchfeuerberg, hieß er so. So. Oh, und der Matsch ist noch da, also brauchen wir wahrscheinlich wirklich die Insignie vom Leuchtturm. Ja, auch nicht so schlimm. Das wäre auch gleich. Ich sollte nur vielleicht nicht sterben. So, ich glaube, da ist noch eine Arena. Ja, ja, genau, so ist die Mission auch. Kattenbully, Prinz. Und den muss man jetzt hier rein tun, dann wird er zu einer. Verdammt, zu einer Dose. Genau. Das kennt man aus 3D World. Ding. Ah, du bist so ein Opfer. Okay, geschafft. Da ist wieder eine Katzeninsignie. Jetzt nehmen wir mal kurz hier alles ein. Und wir holen uns die Katzeninsignie hinfort, Katzenbulli-Prinz. Abgeschlossen. Zweite Katzeninsignie hier vom Berg. Wir müssen aber noch relativ weit hochgehen. Da ist nämlich noch sowas von Bowser Jr. Na, mal gucken. Was ändert sich denn jetzt alles? Naja, da ist ein Häschen, okay. Und du bist hier. Wie um alles in der Welt soll ich dich denn jetzt bitte hier wegbringen? Ja, wirklich. Dann kann man hier runtergehen. Ach so. Dann sind wir hier. Ja, das ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Dann bringen wir das Kätzchen noch zur Mama. Und ich habe im letzten Part gesagt, dass ich das hier hinten mit Plessy machen will. In diesem Part. Auch wenn Bowser mir dazwischen kam. Wir machen das noch. Wo sind die anderen beiden Katzenbabys? Ist da oben? Da weiß ich nicht, ob das Spiel überhaupt so weit laden kann. Plessy! Los. Einmal hier durch. Nochmal ein Plessy-Parcours. Oh, der ist. Hat alternative Wege. Kann gut sein. Will ich die Münzen haben? Ja, will ich, weil ich nicht mehr so viele Items habe. Immer 50 Münzen geben ein Item.
Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Ach, schade. So, komme ich hier irgendwie wieder hoch? Das ist auch noch was für Plessy. Aber nee, anscheinend komme ich da nicht hoch, ist aber egal. Denn unser Junior ist ja nützlich. Okay, will ich diesmal die Münzen? Die ersten nehme ich, glaube ich, mit, weil die waren sehr einfach. Und die zweiten nicht, weil da ist eine Kurve bei und... Ja. Muss nicht sein. Es ist ohnehin schwer genug. Okay, gegen die Zeit schwimmen zu Insignia. Ich korrigiere es mal eben kurz. Ja, Leute. Im nächsten Part werden wir weitermachen. Ich habe schon vor, dass wir erst einmal das Gebiet abschließen. Bergfeuerfauch, genau. Und dann... Genau, gab es hier unten noch ein Gebiet, das will ich auch noch machen. Glücksinsel gibt es auch noch, okay. Und das ist anscheinend auch ein eigenes Gebiet. Also wir machen im nächsten Part dieses Gebiet. Dann machen wir dieses Gebiet. Und dann machen wir vielleicht mal die ganzen Insignien, die noch hier so am Schmusekatzensee sind vom dritten Teil. Ja, so arbeiten wir uns vor und dann haben wir irgendwann alles. Und jetzt ist auch hier oben etwas. Wobei, nee. Das hier war das eine, wo ich dachte, hier ist ja gar nichts. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Egal. Wir werden das alles finden. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Nur das Beste.